Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Morgenkatze. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge nach der letzten Folge, man sollte es kaum glauben. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge, die wir etwas spezieller verbringen werden. Und zwar, ihr kennt das Zeug hier, das nennt sich Obsidian. Ist eine nette Erfindung und wir werden es heute benutzen, um schneller reisen zu können. Dafür brauchen wir aber trotz alledem einmal eine Dummy-Pickaxe und ich glaube, wir nehmen aus Eisen mit, denn das wäre dumm, das aus anderen Blöcken zu tun. Da sind Sticks und da sind Sticks. Da sind auch Sticks, aber wir nehmen ein Stick Holz mit. Ich brauche ich auf jeden Fall nicht dabei. Schild nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir nehmen ein paar Baublöcke mit, nicht zu viele. Aber genug, um arbeiten zu können. Und wir nehmen die Fire Charges mit, einfach weil wir sie sowieso über haben. Und wir werden nun mit Hilfe von Eisen, von dem ich eigentlich hoffte, dass ich nicht alles rübergebracht habe, aber anscheinend eine Menge rübergebracht habe. Ich meine doch, ich hätte eine große Menge Eisen geschmolzen. Extra für Kram und für Materialien. Aber okay, ja, wir haben hier nur noch Eisenerze sitzen. Vielleicht habe ich noch den Stack Eisen hier vorne noch nicht fertig gemacht. Oder nicht rausgeholt oder so. Nee, ich habe ja Glas geschmolzen, nicht Eisen. Das ist eine doofe Erdbeere gerade. Naja, lasst uns mal ganz kurz rüber dackeln zum Dorf und dort unser Eisen holen. Das müssten wir natürlich nicht, wenn wir jetzt schon funktionierende Dinge, wie zum Beispiel einen Weg oder so, fertig gebaut hätten. Dann könnten wir zwar immer noch dackeln, aber wir könnten schneller zum Beispiel reisen und sowas. Für schnelleres Reisen zum Beispiel ein Boot Wasserway, ein Boot Waterway, genau. Nee, ein Boot Iceway oder sowas zu nutzen. Das wäre zum Beispiel möglich gewesen. Aber, Leute, was wir heute tun werden, ist, wir werden im Nether reisen. Der schnellste Weg zu reisen ist de facto über den Nether. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo man hin möchte. Wenn man eine größere Entfernung zurücklegen möchte, nenne ich es einmal, ist der Nether der beste Ort, weil ihr pro gelaufenem Block einfach eine große Zahl an Blöcken in der Overworld reist. Ich glaube, im Nether ist die Rate, lasst mich nicht komplett lügen, ich glaube 8 Blöcke ungefähr, Pi mal Daumen. Das bedeutet, ein Block geht ihr und ihr habt 8 Blöcke, bedeutet 100 Blöcke sind 1000 Blöcke, 100 Blöcke sind 800 Blöcke, 1000 Blöcke sind 8000 Blöcke und so weiter und so fort. Das bedeutet, das ist eigentlich eine relativ nice Geschichte. Und ich hoffe mal, dass das, wie ich mir das jetzt hier denke, auch so funktionieren wird. Im Notfall können wir das ganze Zeug ja mitnehmen und mit Steinspitzhacken weitergehen. Bedeutet, wir gehen jetzt nach unten. Wir gehen in den Nether. Wir werden uns dort einen Weg in irgendeine Richtung bauen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich meine Map öffnen würde. Also, ob ich eine Taste für meine Map belegt habe. Weil wir hatten ja schon mal irgendwo in die Richtung irgendwo eine Map. Enlarge, Minimap Settings. Ich sehe es gerade gar nicht. Nee, ich sehe es hier allgemein nicht. Naja, gut. Wir werden auf jeden Fall in die Richtung dann düsen im Nether. In irgendeinem. Wir sind, glaube ich, das letzte Mal Richtung Norden gelaufen. Oder Richtung Süden. Ich bin mir nicht mal mehr sicher. Ich glaube, gegen Norden, Nordosten irgendwie sowas gelaufen. Ich würde heute mal komplett westlich laufen. Bedeutet, wir werden uns im Nether dann, sobald wir runtergehen, Richtung Westen orientieren. Und ich hoffe, dass es da nicht invertiert ist. Sonst ist das doof, aber das ist dann so. Und wir versuchen auch mindestens die Haltbarkeit dieser Spitzhacke in eine Richtung zu düsen. Außer wir finden sofort einen Ort, wo wir sagen, hey, das ist er, den Ort, den nehmen wir, gar kein Problem. Wir werden am Anfang, ganz kurz, fällt mir gerade noch auf, unsere Silky Touchy Pickaxe benutzen für Obsidian, denn wir brauchen noch mehr Obsidian, als wir gerade schon haben. Aber sobald wir genug Obsidian haben, um mehrere Portale irgendwo hinbauen zu können, wir wollen mindestens Obsidian für 2 Portale oder sowas sammeln, dann ist das Ganze auch schon geregelt. Ich finde unsere neue Änderung hier mit dem Boden nice, hier mit dem Teil. Das gefällt mich, das ist fein. So. Und hier nach links, 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 links. Und hier vor unserem Portal müssten wir ja sowieso noch eine Menge haben. Sehr schön. Können wir auch ganz kurz das Ding hier hinsetzen. Und dann können wir mit Efficiency 5 hier einfach auf Schnelle ein bisschen Obsidian abholzen. Das dauert nicht besonders lange und ist relativ effizient. Dadurch, dass Efficiency 5 drauf ist, halt, geht das relativ flotti, ohne große Verluste in der Zeit. Sonst würden wir 30 Sekunden pro einzelnen Obsidian ungefähr abbauen. Ich glaube, jetzt sind es gerade mal 7 oder so mit unserem Level an Efficiency. Also von dem her
Da kann ja nun wirklich niemand irgendwas sagen, ne? So. Das sind 13, 14. So, dann Fackel nehmen. Hier wieder einer weg. Hier wieder einer weg. Hier wieder einer weg. So, drei mehr. Drei mehr bedeutet 19. So. Hier nochmal einen weg. Darf man nicht unterschätzen, wie viel Obsidian wir potenziell brauchen können. Also nehmen wir gerade mal... Oh Gott. Falsch, wie wir es gemacht haben. Nochmal platzieren. Jetzt ist es nämlich auch in die Richtung. Das hier ist eine feine Sache. Oh, das ist schlecht. Aber wir können das hier trotzdem, glaube ich, nehmen. Ja. Können. Cobblestone Generator können wir es benutzen. So viel steht fest. Und hier sehen wir schon wieder das nächste Problem. Dass ich das Ganze natürlich nur in die eine Richtung ausbreiten möchte, ist natürlich doof. Haben wir hier weiterhin, das liegt übrigens an diesem Loch. Bedeutet, wenn wir das Ganze jetzt wieder setzen, haben wir hier vorne auch wieder die Möglichkeit weiterzumachen. So ist fein. Und wenn wir ungefähr, ich glaube 30 haben, haben wir genug, damit wir reisen können auf längere Dauer. 32, hey, wunderbar, wir haben also auch noch die Möglichkeit uns zu verbauen. Finde ich gut. So, 32 Stück. Machen wir hier noch zu. Und gehen direkt weiter im Nether, um fortzustreiten. Da werden wir jetzt nicht unseren... Ich hätte gerade schwören können, wir sind in einem Ghast gespawnt. Das wäre schrecklich gewesen. Okay, Westen ist doof. Westen ist echt doof, weil Westen müssten wir uns jetzt hier rüber stacken überall, ne? Ja... Wenn wir buddeln wollten, könnten wir theoretisch in die eine Richtung. Also erst einmal müssen wir hier wieder einen Waypoint setzen. Das bedeutet, ich gehe wieder auf meine Map, setze mir einen Waypoint, Portal. So. Das ist unser Portal, das ist jetzt Punkt P. Dann schauen wir mal ein Stückchen weiter nach vorne. Wir haben uns hier ja schon mal ein bisschen rumgewagt. Aber wie weit wir uns hier jetzt insgesamt schon gewagt haben, das ist mir noch nicht ganz geläufig. Wir müssen Piglins natürlich ausweichen. Ah, das, da geht's runter zum Beispiel. Das ist schon schlecht. Hier sollten wir die Eisenpickaxe unbedingt benutzen, sonst verbrauchen wir nämlich sehr viel. Das ist auch doof, dass wir das so machen, wie wir es gerade machen. So. Den da verwenden und den da. So, und dann können wir hier eine Fackel hinsetzen, dass es weiß, okay, hier geht's nach oben. Das ist der Weg hoch. Den solltest du in der Zukunft verwenden. So. Und dann Richtung Westen. Soweit es geht. Und wie wir hier jetzt schon sehen, stoßen wir jetzt schon theoretisch wieder auf ein bisschen Offroad. Du bist ein feines Piglin hinter uns. Feiner Pikmin. Oh, hier haben wir sowas. Hier ist ein Piglin. Würde uns nicht angreifen, wenn wir Gold dabei hätten. Machen wir aber nicht. Bring es einfach um. Solange es sein Daddy findet, ist alles super für uns. Das sollte alles kein Problem sein. Wir haben nämlich auch kein Gold an. Ne? Das ist jetzt, ich war mir gar nicht sicher, ob wir Gold an haben, aber ich habe grundsätzlich eigentlich kein Gold an. Das ist schlecht. Wir brauchen unseren Schild in der Offhand. Einfach für den Fall der Fälle. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen hier einfach in die Wand rein. Einzer Bereich reicht uns und dann lasst uns mal buddeln. In irgendeine Richtung. Jetzt müsst ihr überlegen, jeden einzelnen Block, den wir hier nach vorne abbauen, sind 4 Blöcke, weil wir immer 2 abbauen. Bedeutet, sobald wir einen Schritt weiter vorgegangen sind, sind wir 8 Blöcke gegangen. Und das finde ich dann doch eine ganz nette Geschichte. Mir geht es wirklich nur darum, dass wir vielleicht andere Orte finden, Terrakotta-Biom finden, vielleicht auch irgendeinen schnellen Weg zum Meer haben oder sowas. Oder auch mal zu anderen Biomen oder sowas, dass wir theoretisch später im Nether reisen können. So einen kleinen Nether-Hub haben für unsere eigene Welt, der vielleicht auch sicher gemacht wird von uns. Einfach damit sich das als Quality of Life Upgrade durchsetzen kann. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel schon das Problem, das so haben.
umschauen, dass wir hier in der Höhle nicht irgendwie Piglins über uns haben oder sowas. So, das Ganze hier, das Ganze hier. Immer zwei Blöcke drunter für den Fall, dass irgendwie doch ein Ghast euch anschießen kann. Also im Idealfall zwei Blöcke drunter. Ich werde es wahrscheinlich auch früher oder später einmal nicht machen oder auch zweimal nicht machen. Einfach auf Nummer sicher gehen ist halt nicht immer die Sache, die ich tue, aber bei solchen Sachen wie hier würde ich euch das raten. Ja, hier würde uns das mehr bringen, wenn wir das mit Sigtouch abbauen würden und so weiter und so fort. Das kennen wir ja alle schon, das Prozedere. Dafür tue ich es aber nicht. Also ich baue das Ganze hier ab, damit ich es abbauen kann, damit ich weiterlaufen kann. Wenn ich Gold suchen möchte, dann hole ich mir das Gold andersweitig. So, weiter, weiter, weiter. Ganz kurz, der schnellste Weg übrigens, um zu reisen, wäre, wenn wir uns jetzt in den Bedrock gepackt hätten. Dann hätten wir einfach in eine Richtung laufen können und den Nether-Hub über den Bedrock machen können, um dann an jeweiligen Orten rauszukommen. Dann müssen wir uns dann in jeweiligen Orten immer nur hinsetzen und dann eine Plattform bauen, zu der wir uns hinstecken müssen. Deswegen, das haben wir jetzt heute mal nicht gemacht, weil sich das hier für uns einfach nicht rentiert hätte. Und eigentlich sollten wir hier, wenn wir sowieso keine Gegner haben, mit dem Ding nicht in der Offhand laufen, sondern mit einem Baublock in der Offhand, damit wir uns nicht irgendwo reinbuddeln, wo wir dann direkt an Lava sterben müssen. Das ist auch immer eine interessante Problematik. Stone Pickaxe, auch eine nette Geschichte. Lasst uns mal bis minus 400 gehen. Minus 400 sollte da passen. Minus 400 ist als Wurmloch sehr fein. Menge Quarz immer überall, das ist fein. Fein, fein, fein. So, 8, 9, 10. So, 400. Dann die Prozedur hier ist relativ einfach. Wir buddeln uns einfach ein komplettes Portal einmal aus. Buddeln dahinter auch schon mal ein Stückchen weiter. So. Dass wir hier dann als Gang später weiterlaufen können einfach. Für den Fall der Fälle, dass wir kein Interesse haben. Dass wir da jetzt hingehen, wo wir hingehen. Dann würde ich Obsidian nehmen. Und dann bauen wir das auf. 3, 3, 4. So. Fire Charge. Und mal sehen, wo wir uns hinführen. Oh, halt, stopp. Wie schlau. Don't do this. Mach das so. So. Wir sind in einer Höhle rausgekommen. Direkt über einem Minenschacht. Unter einem Minenschacht. Äußerst interessante Situation. Eigentlich wäre mir ja nur wichtig, dass wir einen Weg nach draußen finden an der Stelle. Hier über uns ist Lava generiert. Wir müssen aufpassen, in was wir uns reinbuddeln. Wir hören jetzt schon die Mobs angreifen. Wir dürfen uns hier nicht zu weit entfernen. Sonst finden wir später unser Portal nicht mehr. Das wäre doof. Ich hatte jetzt nur gehofft, dass wir in den ersten paar Metern eventuell irgendwo... Da ist ein Skelett. Oh Gott! Erschrecko mio doch nicht so, Alter. Da ist ein Minecart. Die Chance, dass wir hier halt Sachen drin finden, die gut sind... Ja gut, das ist... Ja, Beetroot Seeds, okay, toll. Essen, auch okay, aber... Es ist nicht das, was ich sagen würde, was mich jetzt abholt. Also... wäre mein Weg doch, dass wir uns nach oben buddeln, um zu gucken, wo wir uns wenigstens befinden. Beziehungsweise wir können auch mal sehen, in welchem Biom wir uns befinden, in welcher Biomart wir uns befinden, besser gesagt. Wir sind nicht auffindbar. Ich sehe es gerade nicht, wo es wäre. Biom, Minecraft River Biom. Okay, ein River Biom ist ein Standard Biom. Die Chance, dass wir da jetzt irgendwo cool rauskommen würden. Ja, okay, existiert. Gebe ich zu. Aber ich glaube... Wir passen an der Stelle wieder.
Ja, gut, mit Netherportalen scheinen wir relativ effizient Diamanten zu farmen. Eieiei. Die haben sich gegenseitig abgeschossen. Wir sind frei. Sind komplett aus dem Schneider. Machen nichts mehr. Wir werden uns komplett in Frieden lassen. Ich bin so glücklich. Die werden sich gegenseitig töten und nur das Viech mit dem Bogen wird überleben. Mit dem krassen Bogen. Eieiei. Schade. Feuerzeug hätte funktioniert. Kannst einen Creeper manuell zünden. Das wäre lustig geworden. Okay, das hier auf jeden Fall Sache Nummer 1. Wir sollten hier auf jeden Fall einen Portalpunkt setzen für uns. Einfach nur, um ihn zu haben. Portal 1. So. Und wir sind im River-Biom. Ich würde gerne sehen, welches River-Biom wir haben. Also wie das Ganze aussieht, wo wir sind. Das bedeutet, lasst uns hier mal ganz kurz nach oben buddeln. Am besten weiterhin mit solchen Pickaxes hier. Und möglichst ohne, dass wir uns in irgendwelche Mobs reinbuddeln. Ja, gut. Ne? Ja, nett, dass wir uns da jetzt in Mobs reinbuddeln oder in Minen reinbuddeln. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Gut, Leute. Ja, ich sehe schon. Das wird eine Menge Aufwand geben, uns hier in Sicherheit zu wiegen. Manjo, ey. Das dahin, das dahin, das da weg. Dahin. Ja, allgemein. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Spinne schon da. Leute, wir werden uns hier nach oben buddeln. Dann sehen wir gleich, wie dieses ganze Ding hier aussieht. Aber das sehen wir leider für euch erst in der nächsten Folge. Ich hoffe sehr, die ganze Folge hat euch gefallen. Wir sind jetzt ein bisschen schneller im Nether unterwegs gewesen. Sind auch einige Blöcke gereist. Und ich hoffe mal, dass wir da jetzt mit dem Zeug, das wir gefunden haben, mit den Diamanten schon unsere Reise gut wettgemacht haben. Ich glaube schon. Wir sind aber ja losgezogen, um die Dice zu finden und natürlich auch, um aktiv irgendwie mal ein paar weitere Biome zu suchen, die interessant sein könnten. Da halte ich es dann doch für relativ praktisch, dass wir das Ganze so machen, wie wir es gerade tun. Ja, ein bisschen rumkommen in der Welt ist eigentlich eine ganz feine Geschichte, würde ich sagen. So, Leute, ich sag euch tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erstmal ciao.